Herzlich willkommen bei unserem Funke-Interview, wieder mit Robby, der uns weiter über Lizenzen aufklärt. Herzlich willkommen, lieber Robby. Erstmal, hallo Anni. Hallo. Schön, dass ich wieder was erzählen darf, dass wir wieder zusammen sind. Und ich hoffe, ich habe wieder einige Informationen, die für euch interessant sind. Ja, wir waren bei Lizenzen, die drei Lizenzen, die zwei, die es jetzt momentan gibt, und eben die dritte, mit denen man schon was anfangen kann. Wie lange man dann zufrieden ist, ist die Frage, aber man kann updaten. Also man kann sich wieder anmelden zur Prüfung und kann dann, in Amerika geht es sogar, soll eventuell sogar in Deutschland so gehen, dass wenn man die N-Lizenz gemacht hat, hat die bestanden, dann kann man sagen, ach was, ich probiere gleich die nächste Stufe, musst natürlich bezahlen, klar, und machst dann gleich anschließend noch die E-Lizenz. Und wenn die bestanden hast, dann sagst du, wow, das ist so gut gelaufen, dann bleibe ich doch da, bezahlst und dann machst du dann gleich die A-Lizenz. Also so ist es angedacht, dass man das eventuell sogar so machen kann. Das Übliche wird es wohl nicht sein. Um welche Kosten handelt es sich dabei? Wie teuer ist das so im Schnitt? Das ändert sich sicherlich auch immer wieder. Aber hast du da Anhaltspunkte für uns? Also, eine Prüfung. Wenn man sich anmeldet zur Prüfung oder wenn man angemeldet und eingeladen ist und die Prüfung gemacht oder wenn man sich anmeldet, bekommt man von der Bundesnetzagentur eine Rückmeldung, dass man sich angemeldet hat mit der Aufforderung zu bezahlen. Die Prüfung für die A-Lizenz kostet 71,50 €. Für die E-Lizenz kostet 56 €. Das Upgrade von E auf A kostet 46 €. Das ist eigentlich das Wesentliche. Dazu kommt dann Erteilung, so heißt es hier in der Gebührenordnung, Erteilung der Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst und Zuteilung eines personengebundenen Rufzeichens kostet dann nochmal 20 € pro Lizenz. Also das sind die Kosten, die auf einen zukommen. Ja, ich habe jetzt gehört, dass man auch regulär GEZ-Gebühren bezahlen muss, um seine Funklizenz zu erhalten. Ist das wahr? Nein, es gibt keine, also für die, wenn man die Lizenz bezahlt hat, die Prüfung gemacht hat und sein Rufzeichen zugeteilt hat, dann hat man, ja, was weiß ich, 100 € oder 70 oder 80 € bezahlt und Folgekosten gibt es nicht. Also es ist nicht so, dass ich pro Monat 3 € bezahlen muss, habe ich schon gelesen und gehört. Nein, stimmt nicht. Was man bezahlen muss, sind Frequenznutzungsgebühren und EMV-Gebühren, also elektromagnetische Verträglichkeit, indem dass man Elektrosmog produziert. Ich habe da jetzt vor ein paar Tagen die Rechnung dafür bekommen. Die waren für die Jahre 19, 20 und 21. Waren diese Gebühren zusammen 31 € für die 3 Jahre. Mehr muss man nicht bezahlen und man muss auch nicht irgendwo anders angemeldet sein, GEZ oder sonst irgendwas. Das stimmt nicht. Das ist nicht nötig. In Bezug auf die GEMA muss man da Gebühren bezahlen? Nein. Nein. Ich darf GEMA will ja nur Geld dafür haben, um, wenn ich irgendwelche urheberrechtlich geschützten Kulturgüter weitergebe. Das ist auf Amateurfunkfrequenzen nicht erlaubt. Also ich darf nicht jetzt meine Lieblingssongs
Quer durch den Äther, ja. über irgendwie weitergeben. Also von daher GEMA, nein. Ja gut, das sind ja überschaubare Kosten, die da auf einen zukommen. Ja, ich meine, es ist nicht wenig. Ich sage mal für die A-Lizenz 100 Euro, bis ich sie letztendlich habe. Aber das ist einmalig und man bekommt dann das Rufzeichen. Und dieses Rufzeichen ist personengebunden. Das heißt, das gehört dieser Person und ist einzigartig auf der ganzen Welt. Es gibt es nur einmal. Und man behält es, wenn man es nicht zurückgibt, ein Leben lang. Ja, vielen Dank für die Erklärung, wo wir denn eigentlich ja bei der Prüfung wären. Du hast mir einige Unterlagen zukommen lassen, die ich dann auch zwischendrin einblenden werde. Und zwar handelt es sich dabei um Fragen zur Prüfung. Um am Amateurfunkdienst teilnehmen zu können, muss ich eine Prüfung machen. Die Prüfung und dann bekomme ich ein Rufzeichen und die Genehmigung, am Amateurfunkdienst teilzunehmen. Dazu muss man einen Antrag stellen. Gibt es ein Formblatt dazu, das man ausfüllen muss, an die Bundesnetzagentur schicken, sich zur Prüfung anmelden. Wie komme ich jetzt zu solch einer Lizenz, damit es überhaupt irgendwann mal geht? Als erstes würde ich sagen, man sollte sich hinsetzen und mal ein bisschen lernen, sollte mal generell anschauen, was muss ich denn lernen, was erwarten denn die alle von mir? Und wenn das soweit ist, dann melde ich mich an mit einem Formblatt, das man online bei der Bundesnetzagentur ausfüllen kann. Man muss es aber dann runterladen, unterschreiben und entweder per Post oder per E-Mail dann zur Bundesnetzagentur schicken. Und zwar alle zentral nach Dortmund, da ist die Zentrale davon. Die geben das, man kann angeben, wo man denn die Prüfung machen will. Es gibt 10 Außenstellen von der Bundesnetzagentur, also bei mir hier wäre es zum Beispiel Außenstelle Nürnberg, die leiten das dorthin weiter und diese Außenstellen bieten, und da gibt es auch eine Liste dafür, stellen Prüfungstermine zur Verfügung und wenn man sich anmeldet, man kann angeben, wo man die Prüfung machen will, bei welcher Außenstelle, wann man die denn ungefähr machen will. Die werden natürlich nicht für einen jeden Einzelnen eine Prüfung machen, aber die stellen Prüfungstermine zur Verfügung und ja, und dazu wird man dann eingeladen, wenn man sich angemeldet hat. Das geht zur Außenstelle. Die Außenstelle schickt dem Antragsteller die Aufforderung zu bezahlen. Wenn man das bezahlt hat, dann ist man zur Prüfung angemeldet. Die Außenstelle der Bundesnetzagentur schickt einem eine Einladung zu dieser Prüfung. Es sind nach wie vor aufgrund der Corona-Zeiten 6 Teilnehmer, 8 Teilnehmer, die an so einem Prüfungstermin dann teilnehmen können. Wenn ich die Prüfung gemacht habe, die wird gleich ausgewertet. Wenn ich die Prüfung gemacht habe, habe sie bestanden, hurra, hurra, mache ich ein Fass auf. Und dann bekomme ich eine Genehmigungsurkunde. Ich habe jetzt meine, müsste ich wirklich raussuchen. Ihr kennt ja alle, oder du kennst wahrscheinlich den alten grauen Führerschein noch. Kennst du den noch? Nee, den kenne ich nicht. Aber ich Kennst du glaube, ich den? weiß, was du meinst. Einfach Also ein das der, Ausweispapier. das ein Aus, also das der der Führerschein. Das ist ein paar Jahre her, dass ich den gemacht habe. Und der ist doch so irgendwie so ein Papier, so ein spezielles, so ein Dokumentenpapier. Und solch eine Lizenzurkunde bekommt man. Also richtig, die ist momentan grün, glaube ich. Und da steht halt der Name drin, da steht drin, für welche Lizenzklasse man die Prüfung gemacht hat, welches Rufzeichen man hat. Und ja, das war's. Und das kann man dann irgendwo einpacken. Hat mich nie wieder irgendjemand danach gefragt. Und damit darf ich dann am Amateurfunk und
Diese Lizenzurkunde, da steht auch drin, dass der Inhaber dieser Lizenz oder dieser Urkunde oder dieses Rufzeichen berechtigt ist, am Amateurfunkdienst teilzunehmen. Und dann hast du es geschafft. Dann ist alles gut. Ja, prima. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt ein Amateurfunkgerät kaufen möchte? Habe ich denn die Verpflichtung, dieses Papier dort vorzulegen? Nein. Also ich kann mich erinnern, in den Anfängen haben wirklich die Verkäufer oder die Läden, die wollten wirklich die Lizenzurkunde sehen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Denn, da muss man sagen, jeder in Deutschland darf Amateurfunkgeräte kaufen. Er braucht keine Lizenz, er muss gar nichts vorweisen. Er kann sie kaufen, er kann sie einschalten, er kann sie kaufen, darf sie besitzen, kann sie einschalten und kann beim Amateurfunk zuhören. Das ist erlaubt, so steht es auch grundsätzlich im Amateurfunkgesetz bzw. in der entsprechenden Verordnung. Soweit. Was er nicht darf, da ist auf der rechten Seite ist die sogenannte PTT-Taste, Push to Talk, also auf die du drücken musst und dann geht das Gerät auf Sendung und das darf man ohne Lizenz nicht. Ganz egal, was auch immer. Besitzen ja, einschalten ja, hören ja, senden nein. Das ist so. Und deswegen, es gibt ja, der Markt wird ja überschwemmt mit diesen kleinen chinesischen Funkgeräten, diese. Ich mache jetzt keine Reklame, aber ich sage jetzt keine, aber alle wissen, was damit gemeint ist. Das sind allesamt Amateurfunkgeräte. Natürlich ist die Verlockung, wenn ich so ein Teil habe, das kann das, dass ich drauf drücke. Aber das ist nicht erlaubt. Es ist aber auch keine Straftat. Es ist nur eine Ordnungswidrigkeit. Aber die trotzdem dann, wenn man erwischt wird und Unsinn damit macht, eine Menge Geld kostet. Wobei ich finde, dass es durchaus Sinn macht, einfach nur zuzuhören, im Ernstfall, damit man weiß, was so passiert. Man muss ja nicht unbedingt funken damit. Ja, wenn man die Stärke besitzt, einfach nur zu sagen, okay, ich habe so ein Gerät, ich könnte jetzt, aber ich mache es nicht, weil ich es nicht darf, weil ich so ehrlich bin, dann ist es absolut okay. Und nur zuzuhören, ist vielleicht am Anfang auch gar nicht schlecht, auch wenn ihr eine Lizenz habt, um mal ein bisschen zuzuhören. Wie reden denn die miteinander? Was sagen die denn? Oder was bietet sich an? Also ich habe Also. gehört, dass Funker ausgesprochen freundlich und höflich miteinander umgehen. Ja, wie gesagt, Amateurfunker funken eigentlich nur untereinander. Es gibt ein paar Hardliner, für die sind nur Amateurfunker richtige Funker. Gehöre ich absolut nicht dazu. Das ist ein Hobby, das sich mit der drahtlosen Kommunikation beschäftigt. Und worüber ich das jetzt letztendlich mache, wenn ich eine Lizenz habe, kann ich natürlich die ganzen Vorteile genießen, dass ich das weltweit machen kann, dass ich weltweit mich unterhalten kann, obwohl ich die Sprache nicht spreche. Es gibt diese Q-Gruppen, also ich kann mit Abkürzungen, kann ich komplettes Gespräch führen, ohne dass ich mit dem Inder meinetwegen, den ich da am anderen Ende an der Funke habe, reden könnte. Viele ist natürlich Englisch, wird viel gesprochen, aber es können nicht alle Englisch und es kann nicht jeder Französisch und deswegen geht es und da bietet natürlich das Morsen mit den entsprechenden Abkürzungen eine Gelegenheit, die man sonst nicht hat. Ja, wie Hanno schon erzählt hatte, findet so eine Ausbildung einmal im Jahr statt und geht auch über ein Jahr. Das kann man ja wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Und da ist ja eigentlich jedem im Notfall mitgeholfen. Und wie wir im Video schon gehört haben, ein bisschen schummeln kann man damit auch, wenn man im Unterricht sitzt.
Und sich heimlich die Antworten zumorsen. Ich musste so lachen. Das ist Ja, natürlich. und man kann dann bloß hoffen, dass der Lehrer kein Amateurfunker ist. Ja, das ist eine böse Weil Falle. der kommt dann her und tippt einem auf die Schulter und sagt, die, und so weiter und sagt, Junge, ich hab dich erwischt. Setzen sechs. Genau. Ja, lieber Robby, ich denke, für heute beenden wir die Aufnahme. Ich danke dir ganz herzlich für die Übermittlung der Gebühren und der Papiere, die du zur Verfügung gestellt hast, die ich eingeblendet habe, und würde mich sehr freuen, wenn ich dich nochmal zu einem Interview einladen dürfte, weil einige Sachen haben wir bis jetzt noch nicht besprochen und dazu würde ich dich herzlich gerne nochmal wieder einladen. Ja, gerne. Ich bin dabei. Ich freue mich, wenn ich dabei sein kann. Und es macht Spaß, dieses Interview zu machen. Und wie gesagt, ich bin gern dabei, ja. Ja, prima, dann freue ich mich aufs nächste Mal mit dir. Dankeschön. Gerne.